kalt machen. Also, wir sind... Das ist direkt... So geht das Spiel los. Plants vs. Zombies. Und für alle, die das sonst noch von ihrem Handy aus kennen, ja, es ist ein bisschen anders. Ich komme nicht weg. Muss ich die Sonnenkraft ausmachen? Was, um was geht's bei Plants vs. Zombies? Ist eigentlich recht simpel. Plants vs. Zombies, wie der Name schon sagt, gibt Pflanzen und es gibt Zombies. Und in dem Fall spielen wir die Sonnenblume. Und jede Pflanze hat so ihre eigenen Sachen, ihre eigenen Gimmicks, was sie machen kann. Hier in dem Fall heilen und so diesen Laserstrahl. Und man kann beide Seiten spielen. Hier in dem Fall starten wir erstmal mit der Pflanze, um uns so ein bisschen so eine Art Tutorial-mäßig reinzufuchsen. Und da kommt der böse Obermocker, so wie es ausschaut. Aber dadurch, dass das Spiel einen sehr, sehr, sehr geilen Humor hat, gibt es hier natürlich Hilfe. So, jetzt geht's hier rein. Einfach ein Spieler in der Zone, Start in 42. Mehr Zombies im Amarsch. Halte deine Stellung. Ja, das solltet ihr doch hinbekommen. Erstmal alle platt machen. Und ich muss hier immer im Kreis bleiben, wie man sieht. Jetzt nachladen. Und jetzt gibt's den Laserbeam. Und jetzt werde ich gerettet. Gott sei Dank. Höchster Not. Die Pflanzen, beziehungsweise er kommt mir hier zur Hilfe gegen die bösen Zombies. Teil 1 war schon sehr, sehr funny. Teil 2 bringt aber den Humor noch mal ein bisschen weiter. Und so sieht das Hauptmenü auch übrigens aus. Das ist das Hauptmenü. Also, habt ihr schon mal bitte so ein Hauptmenü gesehen? Jetzt zeige ich euch mal hier. In dem Hauptmenü kann man hier die Mails checken. Sagen, oh, Postfach. Alles klar, ich kann mir meine Spielcharaktere aus Plants vs. Zombies 1 importieren. In dem Fall habe ich jetzt nichts zum Importieren. Ich habe es nämlich damals auf der Xbox gespielt. Hier kann ich den Charakter auswählen. Ich kann auch die Charaktere anpassen. Und man sieht in dem Fall, das sind die Charaktere, die es auf Seiten der Pflanzen gibt. Hier gibt es den Zitronen. Es gibt auch zu jedem immer eine Vorschau. Da sieht man, okay, was kann denn zum Beispiel der? Auch sehr stimmig gemacht. Ich muss sagen, visuell mein Liebling, den zeige ich euch noch, ist der Major Mais. Der geht einfach auch gut ab. Also, der ist auf jeden Fall mal stimmig. Dann gibt es noch die Erbsenkanone, die kennt man schon aus dem ersten Teil. Hier, den Schnapper kennt man auch. Der hat dann, was weiß ich, der kann sich zum Beispiel hier so... Der kann ein bisschen kotzen, der kann auch sich vergraben. Und dann, wenn er jetzt unter den Gegner wird, dann kommt er dann so rausgesprungen. Auch lässig. Wie gesagt, die Erbsenkanone hat hier so eine Bombe. Und hier die MG-Erbse. Ach, einfach. Also der Sound, der Style. Und ich kann da natürlich, wenn ich sage, ich muss schnell weg, so einen kleinen Boost. Aber ich glaube, wir machen einfach mal... Ja, bevor ich vielleicht hier rüber gehe, gehe ich nochmal schnell auf die Seite der Zombies. Da gibt es auch noch den Wicht. Der Wicht ist auch
Der hat so, der hat extrem wenig HP, hat aber so einen Mech, der sehr lustig ist. Der Super Brains, das ist so der clevere unter den Zombies. Captain Todbart. Der Fußsoldat ist so wirklich der fürs Grobe. Beim Ingenieur und Wissenschaftler. Und natürlich der Allstar, der hat so eine Kanone, die Football schießt. Also wirklich lustig. Ich würde sagen, aber jetzt Major Mice und ich, wir gehen steil. Und jetzt kann man entweder hier, wie gesagt, die Mails checken, das hat man ja schon. Ich finde das Hauptmenü einfach auch so gigantisch gut lustig gemacht. Ich rede, kann mit der Pusteblume reden. So, okay, also Pusteblume geht ab, wenn so die Erbsenkanone sieht. Hier kann ich dann Multiplayer-Portal, die Weltoptionen, Sticker laden, weil man kann ja, man bekommt Credits oder so und kann damit so einen Sticker kaufen. Ich zeige euch das einfach mal hier. Und da kann man dann dementsprechend sich zusammensuchen, um dass man neue Power-Ups bekommt, seinen Charakter ein bisschen verfeinert und sonstiges. Hier unten, da ist unser Retter, das Gartenkommando, Koop-Verteidigungsmission gegen Gegner von Wellenspieler allein oder bis zu drei Spielen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Karte, Schwierigkeit. Ich mach mal normal. Ich bin nämlich selber noch nicht so wirklich viel zum Spielen gekommen, deswegen lasst uns einfach mal normal probieren. Dass ihr einfach mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was ist Plants vs. Zombies. Natürlich, der Hauptaspekt ist ganz klar der Multiplayer-Part. Aber Multiplayer sieht man eigentlich immer, deswegen mal so ein paar Sachen zeigen, die man vielleicht nicht so sieht. Und für alle so ein Angezockter will man ja nur so einen groben Einblick geben. Wenn euch natürlich, ihr wisst ja, bei Angezockt, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr da immer sagen, ja, wir wollen mehr davon. Dann gibt es vielleicht noch ein, zwei weitere Folgen. So. Hier, das muss verteidigt werden. Newty, wir sehen uns später. Verbündete beschwören. Ja. Da kann ich hier. Meine Verbündeten hier mal beschwören. Pflanze einen Garten. So, das kriege ich doch hin. Das ist ein schöner Garten. Ha, finde ich auch. Und den müsste jetzt verteidigt werden. Nächste Welle. Und ich kann hier auch noch mir so noch zusätzliche Optionen helfen, die mir beim Verteidigen nämlich helfen. Also, man sieht schon, woher das Ganze kommt, dass es eigentlich von einem ursprünglichen Handygame ist und dass die Designer diese Sachen nicht vergessen haben, was ich ganz gut auch finde. Machen wir da so einen Eispilz. Und wie gesagt, die Spezialfertigkeiten von ihm, die zeige ich euch nachher gleich in aller Ruhe. So, wo sind denn die bösen Zombies? Und jetzt seht ihr schon von hier oben, dass da gleich was runterkommt. Und da, es geht hier wirklich direkt rund. Oder auch hier, der da ist auch saulässig. Also der Style und die Optik, die sind wirklich cool gemacht. Perfekte Welle. Unserem Karten geht's super. Die nächste Welle lässt aber nicht lange auf sich warten. Aber wenn wir hier schon bei den Töpfen sind, dann können wir das auch mal so klar machen. So, wo sind sie? Da kommen sie an. Oh.
bisschen mal aus der Gefahrenzone sich befreien. Und jetzt im Reload. Auch der Sound ist alles sehr, sehr cool, sehr stimmig. Also, ich habe ja das Spiel bei der Gamescom das erste Mal gesehen. Und selbst da fand ich den das Spiel und die Idee schon immer sehr, sehr cool. Und ich muss ja sagen, ich habe das Spiel ja das erste Mal gesehen, da war dann auf einmal Frank Buschmann neben mir gesessen. Auch cool auf einmal, war bei EA, der war jetzt eigentlich wegen FIFA da. Aber ja, ist der Buschi auf einmal neben einem. Gibt auch Schlimmeres. Sympathischer Mensch auch. Die Grabsteine wachsen, wir sollten sie einstampfen. Ja, Welle 3. So, Grabstein ist aufgetaucht. Und den müssen wir jetzt wegmachen. Nachladen. Nachladen. Grabstein ist weg. Grabstein ist aufgetaucht. Ja, jetzt kommen auch schon hier. Aber da sieht man mal, die Kanone, die macht mal richtig viel Schaden. So, Bonusziel abgeschlossen. Level 2 bin ich damit geworden. Also bisher läuft's gut. Und wie gesagt, bei diesem angezockt, diese einmal das Gartenthema. Aber ich kann auch gerne noch bei Zeit mal einen Multiplayer zeigen. Ist gar kein Problem, wenn euch das interessiert. Immer gerne. Und ihr seht, jetzt geht's richtig rund zu. Also ihr seht schon, der Schaden wird deutlich schwieriger. Und auch das Schaden nicht, sondern hier das Spiel selbst. Und auch da die Fähigkeiten nutzen, die uns gegeben sind. Weg mit dir. Als ob mich die Zeitung da irritiert. Niemals. Das ist doch für mich ja gar kein Problem. Also schreibt auch ruhig in die Kommentare, wenn ihr sagt, ja, Multiplayer, hätte ich Bock. Zeigt mal her, bitte. Dann mache ich das für euch. Oh, der Somboss-Spielautomaten. Was passiert jetzt? Oh, das ist gut. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so erhofft war. Aber Bosswelle. Da wird es jetzt rund gehen, meine Damen und Herren. Nachladen. Da ist der Somboss. Ich muss hier mal mich ein bisschen verstecken. Und reload. So, und da geht der Schaden rein. Und jetzt hier nochmal. Alles Gute kommt von oben, mein Freund. So, weg ist er. Der ist erledigt.
Oh, was sind, wie viele sind denn das da nochmal? Aber das stört uns nicht. Bosswelle abgeschlossen. Nächste Welle. Meine Jungs sind da wirklich fleißig dabei. Die helfen mir sehr gut. Das muss man mal ganz klar sagen. Also auch mit seinen Koop-Mates kann man was anfangen. Wobei, wie gesagt, natürlich der Hauptspaß ist definitiv, wenn es um das Thema Multiplayer geht. Man kann auch natürlich hier seinen Char noch wechseln, wer das denn will. Und weg mit euch! Es geht gut rum. Der Char ist wirklich für so eine Verteidigung prädestiniert, weil er einfach so viel Damage machen kann. Und auch der weg. Perfekte Welle. Meine Jungs sind voll geheilt. Ich habe am meisten Gegner geplättet. Da bin ich froh drum. Und ich kann jetzt auch mal mit dem hier spielen, dass ihr auch mal Alternative seht. Ja, die haben so einen Strahl, der geht dann endlich. Und jetzt kann ich hier dementsprechend den wegmachen. Die haben auch deutlich mehr Feuerpower. Mehr Feuerpower ist Quatsch. Die haben deutlich mehr HP, das wollte ich sagen. So. Irgendwann leuchtet es aus. Jetzt weiß ich nicht, was kann ich denn damit machen? Der ist eigentlich wirklich nur zur Bewegung gedacht. Scheinbar. Die Zitronenkugel. Also ich kann damit scheinbar schon jemand rammen in diesem Boost. Die Taste 3 ist das in dem Fall. Erinnert mich übrigens sehr stark an Metroid Prime. Ein wilder Schatz. Finde den Yeti. So, und jetzt? Jetzt komm, ich brauch. Okay, ich bin hier ganz schön vereist. Der vereist mich immer wieder. Und jetzt ist er aber weg. Bonusziel auch abgeschlossen. Also die Ideen, die Jungs da haben, die sind wirklich gut. Und jetzt brauche ich mal wieder eine Heilblume. Jupp. Genau so. Welle 9. So, und da ist jetzt so ein Wicht mit seinem Mech. So, den haben wir aber schön mal hier eine gegeben. Und da der EMP.
Der ist nämlich sehr gut gegen die Mechs. Also die Taste 1 ist der EMP in dem Fall. Geh weg, lass mich in Ruhe. Komm, komm, komm. Er in seinem Sarg hier. So, Welle abgeschlossen. Nächste Welle. So, Jungs, heilt euch, heilt euch. So, Sombos Spielautomat. Ich würde sagen, den schauen wir uns noch an. Oh, komm, noch einmal. Noch ein so ein Goldkopf. Ja. Jackpot-Welle. Das klingt doch nach einer guten Welle. Ich habe keinerlei Ahnung, dadurch, dass ich es ja selber das erste Mal spiele, wie denn das, wie lange das geht. Ob die Wellen irgendwann ein Ende finden oder ob das alles so bleibt, wie es ist. Der Yeti. Scheinbar mag der Yeti uns nicht. Ich muss mal weg. Weil sonst habe ich hier gleich ein tüchtiges Problem. Deswegen wird jetzt hier mal aufgeladen. Und jetzt kommen wir wieder zurück in den Kampf. Weg mit dir, du Yeti. Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Also, es ist auf jeden Fall mal wirklich ein Shooter, der jetzt nicht unbedingt ist wie Counter-Strike und nicht den gleichen Anspruch hat, aber der wirklich mal viel Spaß vermittelt. Einer fehlt noch. Und die Bosswelle abgeschlossen. Und mit der Jackpot-Welle in Kombination. So, er trocknet seine Unterhosen in der Mikrowelle. Der Typ ist auch ein Unikat. Los zur Landezone. Okay, alles klar. Passt perfekt. Bestes Timing. Wir erklimmen jetzt den Weg zur Landezone. Und jetzt verteidigen wir diese eben noch. Und dann kommen wir auch wieder zurück. Endlich. Zeit wird's. Unser Major geht gut ab. So, 4 von 4 Spieler in der Landezone. Wie landet man dieses Ding? Der Typ ist echt ein Knüller. So, wo bleibt er? Da hinten noch. Ja, und da werden wir abgeholt. Da hat man, glaube ich, mal einen sehr humoristischen, guten Eindruck von Garden Warfare bekommen.
So, unsere Münzen können wir jetzt eben wieder für dieses Deck ausgeben, in einem Stickerladen in dem Fall eben. Und da kann ich hier das phänomenale Spielcharakter-Pack, und das kann ich öffnen und dann seht ihr... Was? Praktische Münzen? Nein, ich will doch keine Münzen kaufen. Du hast nicht genug PV... Ah, okay. Das ist, alles klar. Dann machen wir hier mal was anderes. Machen wir das extraordinäre Pack auf. Und wie gesagt, hier gibt's Fähigkeiten, hier gibt's Sticker, hier gibt's alles. Da gibt's Kaktee, da gibt's so einen Helm. Also, da gibt's unglaublich viele Variationen, was sich da noch verändern kann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und, vielleicht der eine oder andere bewegt es ja auch, das Spiel sich zumindest mal anzuschauen. Ansonsten sagt noch eure Meinung, ob ihr nochmal PvP sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, langt, hat doch gepasst. Aber ihr wisst ja, ab und an Abwechslung muss sein. Deswegen, ich bedanke mich vielmals, wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.